Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Rusch. Ich bin Raumexpertin und begrüße dich hier in meinem Raum für Glück und Erfolg. Ich erzähle dir in diesem Video, wie du ganz konkret den Frühling in den November bringen kannst. Beginnen möchte ich aber mit der Frage, welcher Monat ist dir lieber? Mai oder November? Ganz klare Antwort, oder? Die Frage ist nur, was ist jetzt wirklich der Unterschied? Und wenn man das ganz genau betrachtet, ist es ein bisschen andere Deko und ein paar andere Einrichtungsgegenstände. Auf der einen Seite der Mai mit tollen, grünen, saftigen Wandfarben, etwas Bärentönen. An der Decke haben wir ein schönes Sonnengelb und viel, viel Blau. Von der Dekoration einen warmen, tollen Designerofen, ein paar Blüten als Gegenstände und Accessoires und dann noch das eine oder andere Outdoor-Accessoire. Im Vergleich dazu der November, elegantes Grau kombiniert mit tollen Erdtönen. Wir haben eine sehr moderne Klimaanlage, tolle Regendusche. Das ist das Designkonzept vom November. Ja, die Natur können wir leider nicht ändern. Was wir aber tun können, ist die Räume ändern. Und da habe ich für dich 4 konkrete Tipps vorbereitet und die auch schon dir hier dargestellt aus meinem eigenen Fundus, weil ich arbeite natürlich auch selbst mit diesen Methoden. Das erste und wichtigste ist das Licht. Investiere gerade in das Licht im November, dann investierst du auch in dich, in dein Glück und in deinen Erfolg. Wir sind programmiert noch von der Steinzeit aus. Unser Unterbewusstsein weiß, wenn das Licht von oben kommt, dann ist Zeit für Aktivität, fürs Jagen und Sammeln. Und wenn dann am Abend das Lagerfeuer leuchtet, dann kommen wir zur Ruhe und legen uns schon langsam hin. Das ist ein Kreislauf, den wir für uns nutzen können. Und genauso wie damals können wir in unseren Räumen das nachbauen und haben heute Gott sei Dank alle Möglichkeiten und technischen Hilfsmittel, um uns diesen Effekt zu erzeugen. Sorge daher besonders jetzt für aktives Licht, am besten von oben in deinem Zuhause. Und wenn du dann am Abend alles erledigt hast und zur Ruhe kommst, dann nutze die indirekte Beleuchtung, Stehleuchte, Tischleuchte, wie auch immer. Also so eine wirklich gute Beleuchtung, Deckenleuchte ist essentiell. Übrigens, alle Maßnahmen, die du machst, musst du dort machen, wo du dich wirklich viel aufhältst. Also wenn du den ganzen Tag im Büro bist, dann schau, dass du dort was veränderst und besorg dir auch dort eine gute Beleuchtung, sprich gegebenenfalls mit deinem Arbeitgeber, dass du noch aktiver sein kannst. Das Licht kommt von oben und wenn wir so hinaufschauen, probier es ruhig einmal aus, ja, dann fühlt man sich einfach gut, im Gegensatz zu, ich schaue hinunter, dann wird man eher ein bisschen unglücklich und ein bisschen niedergeschlagen. Darum ist es besonders wichtig, Dekoration oben zu haben. Es haben tausende Jahre lang die Generationen vor uns gemacht, überhaupt die erfolgreichen. Wenn du in ein Schloss gehst, das sind extrem tolle Bemalungen gerade an der Decke und der Blick geht hinauf. Wenn ich in so einen großen, tollen Ballsaal komme, da verändert sich etwas in mir. Und genau das kannst du auch nutzen. Schau, dass du gerade jetzt viele aufwendige Dekorationen und auffallende Dekorationen oben stehen hast. Vielleicht auch ein kleines Wandtattoo auf deiner Decke, irgendwas Kreatives. Alle Maßnahmen müssen jetzt nicht für immer gelten. Du kannst ganz kurzfristig dort nur ein Bild hingeben, ein Post-it mit einem netten Wort. Sei kreativ, aber mach es jetzt, damit du jetzt gleich die positive Stimmung hast. Und im Frühjahr kannst du es ja dann wieder wegnehmen oder auch in ein, zwei Monaten, wenn wieder etwas anderes kommt. Also schau hinauf und werde glücklich. Das dritte ist die Farbe. Du siehst schon bei mir und wir sind hier in meinem Büro. Ich blicke jeden Tag schon in den Frühling.
Ich habe frisches Grün, ich habe aufstrebende vertikale Formen, wo Wachstum ist. Und dieses Frühlingsgefühl hole ich mir natürlich besonders ins Büro, um aktiv an meinem Business zu arbeiten. Das kannst du auch nützen. Natürlich ist Ausmalen ein Thema, aber schau mal, welche anderen Farben du nutzen kannst. Pölster, Vorhänge. Du kannst Bilder aufhängen, man kann auch nur Farbflächen aufhängen. Schau, was es für einen Unterschied macht. Es gibt einen einfachen Trick, um das so wirklich zu spüren. Wenn du so ein Buntpapier hernimmst oder auch wirklich fast einfärbige Seiten aus einem Magazin und die vor die Augen hältst, so 2-3 Minuten, jede Farbe, dann wirst du sehen, was macht der Unterschied zwischen so frischem Grün und dem Grau. Wie fühlst du dich unterschiedlich? Und da ist einfach mehr Aktivität beim Grün, bei einem strahlenden Sonnengelb, bei Rot, bei Orange. Alle diese Farben kannst du nutzen, um was in Gang zu bringen. Schau, dass du die überall hast und die kannst du im Büro, in der Schreibtischunterlage verwenden, bei deinen Ordnern. Du kannst natürlich die Kleidung nutzen. All das bringt Aktivität in den November. Das nächste Thema sind dann schon die Bilder und Gegenstände, die du so herumliegen hast. Ich habe hier ein hübsches Sommerbild vom Meer ausgewählt. Unser Unterbewusstsein weiß nämlich nicht, dass das hier nicht die Realität ist. Es weiß nicht, dass es ein Bild ist. Und wenn wir uns die Bilder ins Zuhause holen, dann holen wir uns die wirklichen Situationen ins Zuhause. Da kannst du mit Accessoires, mit Blumen arbeiten, wirklich auch nur mit Postkarten in der Handtasche mitnehmen und wenn es einmal in der U-Bahn oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln so richtig wird, dann herausholen. Wenn du das noch verbindest mit einem eigenen Erlebnis, dann ist es natürlich optimal, weil dann holst du dir diese gute Energie noch zusätzlich dazu. Also schau dich heute um, ich lade dich ein, mit diesem neuen Blickwinkel in dein Zuhause zu gehen. Schau bewusst, wo hast du Aktivität. Am besten ist natürlich, wenn die gleich im ersten Eindruck ist, zum Beispiel im Vorzimmer oder schon vor der Türe eine aktive Eingangsgestaltung. Dann dort, wo du wirklich viel unterwegs bist, das heißt meistens beim Schreibtisch oder an deinem Arbeitsplatz, suche nach Tricks, auch das zu machen, wenn dein Arbeitgeber vielleicht anderer Meinung ist. Du kannst deinen Desktop nutzen, alle möglichen Sachen. Schau dir das wirklich an. Und der dritte Punkt, wo das natürlich besonders gut ist, jetzt den Frühling hereinzubringen, ist, wenn du den Tag startest. Stell dir schon 2 Dinge auf den Nachttisch, die dir bewusst Freude machen. Gib vielleicht was im Badezimmer auf deinen Spiegel, damit du schon beim Zähneputzen den Frühling vor dir hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, freue mich über Kommentare und Meldungen von deinem Raum und alles Liebe in deinem Raum für Glück und Erfolg.